Assalamu alaikum, mein Name ist Fabio Musa Torrejani. Ich bin geborener Italiener. Ich bin zum Islam gekommen vor 5 Jahren, Alhamdulillah. Ich habe damals eine Muslima kennengelernt, eine Türkin, die mir den Weg gezeigt hat zum Islam, indem sie mir Bücher gegeben hat, Suren aufgeschrieben hat, die Bedeutung gezeigt hat. Diese ganze Gemeinschaft bin ich dann zum Islam gekommen. Mein erstes Buch, was ich gelesen hatte, war Sira, weil ich nichts von Mohammed sallallahu alaihi wasallam kannte. Und so musste ich dann erstmal den Propheten kennenlernen. Und durch die ganzen Wunder im Koran, weil es gibt manche Sachen bei Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wie bekannt ist, war ja Analphabet. Und dadurch, was im Koran steht, das kann er nicht, wie gesagt, selber erfunden haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel geben soll oder so. Ich weiß, weil wie zum Beispiel in Surah Ar-Rahman steht ja drin mit der Scheidewand zwischen Salz und Süßwasser. Und ich habe mir dann so vorgestellt, es kann ja nicht sein, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam rumgegangen ist und dann mit dem Finger, ah, Salz, ah, süß, Dings, das kann nicht sein, das muss also von Allah sein. Solche Sachen, oder wie mit dem Kind, wann das Gesicht kommt und mehrere Beweise im Koran. Ja, und dann bin ich zum Islam gekommen und Alhamdulillah habe noch viele andere Brüder kennengelernt, die hier in Frankfurt zum Islam gekommen sind, Spanier, auch unter anderem andere Italiener. Mein Bruder ist auch Alhamdulillah vor 1,5 Jahren Muslim geworden. Und inshallah meine ganze Familie wird dazu kommen. Und ja. Ich frag dich mal was kannst du 5 Jahre später sagen über den Islam? Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Die richtige Entscheidung, es war die beste Entscheidung, was ich in meinem Leben machen konnte. Also wenn man wirklich überlegt, früher, ich war Christ, ich habe auch viel im Christentum, ich musste Kirche gehen, ich habe Kommunion gemacht und alles drum und dran. Aber wenn ich heute denke, ich war vorher schon Muslim, weil ich habe nie Jesus oder so angebetet. Ich habe immer an Allah geglaubt.